ist schon wieder einer. Ich frage mich, wie viele das sind. Oh, mir aufgehört mit Zählen. Das ist ein gewaltiger fliegender Steinesturm. Ja, ganz ohne Frage. Alles in Ordnung, Ruby? Oh, Entschuldigung, ich hatte gerade so ein komisches Gefühl wie eine Erinnerung. Aber ich erinnere mich nicht, ob ich mich daran erinnere oder nicht. Seht mal, jetzt kommt ein ganz großer runter. Das war's wohl mit den fliegenden Steinen, Ruby. Das hoffe ich, Chomper. Das hoffe ich. Ihr seht müde aus, Kinder. Ihr habt euch wohl die ganze Nacht lang die fliegenden Steine angesehen, was? Aha. Ja. Ich denke, heute Nacht wird es noch mehr fliegende Steine geben. Noch mehr fliegende Steine? So ist es. Deshalb nennt man sie auch die Nächte der fliegenden Steine. Was? Die Nächte der fliegenden Steine? Hä? Ja, genau, Kinder. Und das aus gutem Grund. Das Schauspiel, das ich meine, sieht man nicht jeden Tag. Am Himmel fliegen Steine, was ich sehr gerne mag. Ein jeder kann sie sehen, die Nacht wird leuchtend hell. Deshalb müsst ihr nicht ängstlich sein, das vergeht wieder schnell. Seht's euch an, sie ziehen ihre Bahn. Seht's euch an, nächtelang leuchten sie dann. Seht's euch an, man sieht sie dann und wann. So ein, zwei Nächte oder drei, dann ist es vorbei. Schnell vorbei. Ach ja, ich erinnere mich. Ich habe die Nächte der fliegenden Steine schon einmal erlebt. Ach ja? Ja. Ich war noch ein Nestling und lebte im geheimnisvollen Jenseits. Ich habe meine Mama gesucht. Mami? Mami? Ruby, wo bist du denn nur? Sie kann nicht weit weg sein. Wenn ihr nun etwas passiert ist. Wir finden sie. Ruby! Mami, wo warst du denn? Ich hab dich gesucht, aber ich hab dich nirgendwo gesehen. Ich konnte dich auch nicht finden. Aber ich verspreche dir, dass das nie wieder geschieht, mein Kleines. Wenn wir das zerklüftete Tal passieren, kommen wir zu einer Felshöhle, in der du sicher bist. Und wenn so etwas nochmal passieren sollte, dann läufst du sofort hierher und ich mach dasselbe. So können wir uns nicht verlieren. In der nächsten Nacht gab es noch mehr fliegende Steine und wir waren alle zusammen in der Felshöhle. Und jetzt passiert es wieder. Das heißt, ich muss zu dieser Felshöhle zurückkehren. Nicht jetzt, Ruby. Wenn die fliegenden Steine im geheimnisvollen Jenseits aufschlagen, können sie ein Feuer verursachen. Feuer? Im geheimnisvollen Jenseits gibt es nicht so viel Wasser wie hier bei uns. Ein Feuer kann dort sehr gefährlich sein. Aber wenn es gefährlich ist, dann findet meine Familie in der Felshöhle Schutz. Ich muss hingehen, um sicher zu sein, dass es ihnen gut geht. Das ist viel zu gefährlich, Ruby. Petri hat recht. Ja, das ist ziemlich gefährlich. Oh ja, oh ja. Ich denke, ich muss ein bisschen nachdenken an meinem Nachdenkungsplätzchen. Ich weiß, es kann gefährlich sein, wenn ich gehe. Aber ich werde mich nie wohlfühlen, wenn ich nicht wirklich weiß, dass es meiner Familie gut geht. Thank you.
Hallo. Ist da jemand? Oder bin ich ganz allein? Du bist nicht allein. Oh nein, nein, nein. Ducky? Du hättest nicht den weiten Weg herkommen sollen. Und dann noch ganz allein. Aber ich bin nicht allein. Ich war bei deinem Nachdenkungsplätzchen, aber da warst du nicht. Also bin ich deiner Spur mit meiner Schnüffelnase gefolgt. Du hättest uns sagen müssen, dass du weggehst. Wir möchten dir doch helfen. Aber ich muss mich beeilen und ich bin am schnellsten, wenn ich allein bin. Ruby, es ist zu gefährlich, allein zu gehen. Ja, das ist es, das ist es. Also kommen wir mit dir mit. Aber ich möchte nicht, dass meinen Freunden etwas passiert, weil sie mir helfen wollen. Dann wird mir nichts passieren und dir wird nichts passieren und uns allen wird nichts passieren, weil wir zusammen sind. Also, ich finde, das klingt logisch. Hä?